Übrigens hat Russland für jeden abgeschossenen Leoparden eine Belohnung ausgesetzt. Es wird berichtet, dass der erste Militär, der einen Leoparden abgeschossen hat, dafür 1 Million Rubel erhalten hat. Das sind ca. 10.000 Euro. Jetzt hält jeder russische Soldat an der Frontlinie Ausschau nach deutschen Panzern und wenn ein Leopard in Sicht kommt, dreht sich jeder zu ihm um und beginnt ihn mit allem, was er hat, zu beschießen. Die Russen sind jetzt damit beschäftigt, Leoparden zu vernichten und sie sind sehr gut darin. Und die ukrainischen Besatzungen dieser Leoparden sind sich dessen wohl bewusst. Ich habe schon einmal gesagt, jeder, den man in diese Leoparden steckt und an die Front schickt, ist ein toter Mann. Und wir sehen, dass die Ukrainer selbst dies erkennen. Wenn sie an der Front auftauchen, werden sie getötet. Deswegen machen sie diese Panzer selbst kaputt, um nicht an die Front geschickt zu werden. Ausländische Medien berichten, dass Kiew keine westlichen Panzer mehr schickt, um russische Stellungen anzugreifen. Und vor allem das Wall Street Journal schreibt darüber. Mit anderen Worten, das Kommando der ukrainischen Streitkräfte hat diese Entscheidung aufgrund des heftigen Widerstands der russischen Streitkräfte getroffen. Denn es gibt nur wenige Panzer, aber viel Infanterie. Die westlichen Panzer wurden also nur dafür eingesetzt, um Angst einzujagen. Und das hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz wird die Ukraine in den nächsten Wochen Dutzende von Leopard 1A5 Panzern aus Deutschland und Dänemark erhalten. Aber hier muss man das Wichtigste dazu sagen. Die Modernisierung des ersten Leopard-Panzers wurde 1987 durchgeführt und die Panzerung ist im Vergleich zu modernen Panzern viel schlechter. Und wenn der Panzer brennt, wird er für die ukrainischen Soldaten zu einem Massengrab und sie haben es nicht eilig, in diese Leopards zu steigen. Gut versteckt, ich glaube, man sieht es auch auf den Bildern, gut geschützt sind diese Panzer. Sie sind natürlich mit einer der wertvollsten Bausteine im Rahmen dieser Gegenoffensive. Was haben uns die Soldaten erzählt? Vor allen Dingen eben natürlich, dass es ein so großer Unterschied ist, wenn man in einem Leopard 2A6 sitzt, verglichen mit den Panzern, die sie vorher hatten, T-64, T-72 sowjetischer Bauart noch. Und haben auch sehr klar gemacht, als wir gefragt haben, würdet ihr nochmal zurückgehen in einen solchen alten Panzer? Auf gar keinen Fall. Das wäre ja, als würde man BMW fahren und dann zurück in einen Lader sich setzen. Das würden sie auf gar keinen Fall machen. Was das Handling angeht, haben sie auch gesagt, das Training, was sie in Deutschland bekommen haben, war gut. Das hat ihnen wirklich sehr geholfen. Es gab so ein bisschen, wie soll ich sagen, Feinheiten, wenn es um die Taktik geht. Wie setze ich den Panzer ein? Da machen sie hier natürlich nochmal ganz eigene Erfahrungen, die sich vielleicht doch auch nochmal ein bisschen unterscheiden von dem, was sie vielleicht erwartet haben. Das eine ist die Personalreserve, das andere ist auch die Reserve an Material, an Munition, an Waffen, an Panzern. Da gab es jetzt Bilder von russischen Soldaten, die sich eben gezeigt haben mit westlichen Panzern, die sie zerstört haben oder eben zu sich genommen haben. Und natürlich muss da jetzt Nachschub kommen, da wird wahrscheinlich auch Nachschub kommen. Boris Pistorius hat aber schon gesagt, wir können hier nicht jeden Panzer ersetzen. Wir haben ja eigentlich selber nichts. Also wie wird das weitergehen? Kampfpanzer, der Leopard-Panzer, ein ganz wichtiger Baustein auch für die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine in ihrer Gegenoffensive. Ihr konntet mit den Truppen drehen. Welche Erfahrungen haben die gemacht beim Einsatz mit dem Leo? Ein hochspannender Vormittag hier heute für uns. Wir sind mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Faber von der FDP in die Stellungen gefahren. Ich gehe davon aus, dass Sie noch einige operative Reserven haben. Wenn diese allerdings eingesetzt sind, dann wird in der Tat nicht so schnell Nachschub kommen können. Wir können nicht, der Westen kann nicht jeden Panzer 1:1 ersetzen, sondern die Ukrainer müssen im Moment mit dem arbeiten, was sie haben. Langfristig gesehen sieht das natürlich etwas anders aus. Die Ukraine wird mehr und mehr von der westlichen Lieferung abhängig werden. Dazu kommt ja die Logistik, die unterschiedlichen Munitionskaliber, die man braucht. Und diese Abhängigkeit kann auf lange Sicht auch ein Risiko sein. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius weigert sich noch, die Ukraine für den Verlust der deutschen Panzer Leopard 2A6 zu entschädigen. Er verspricht aber, das Angebot an anderen gepanzerten Fahrzeugen zu erhöhen. Wenn Kiew also erwartet, dass die Deutschen die während der Gegenoffensive verlorenen Leopard 2A6 Panzer durch Nachschub ähnlicher Panzer ersetzen würden, dann haben sie sich aber zumindest vorerst geirrt. Wie sich herausstellte, verfügt Deutschland über keine modernen Panzer mehr für die Ukraine. Dafür gibt es veraltete Leopard 1A5, die Kiew bereits zugesagt wurden.
Ja, und laut Boris Pistorius also kann Deutschland nicht jeden in der Ukraine zerstörten Panzer ersetzen. Natürlich hat er das nicht so ganz so ausgedrückt, da ja die deutsche Politik und die Medien nicht gerne über die zerstörten Wundermaschinen sprechen. Und wenn ja, heißt es denn einfach verniedlicht die Leos. Am Kern ändert das aber nichts. Es wird keine Entschädigung für die verlorenen Leopard 2A6 geben. Der Minister versprach jedoch, den Transfer der zuvor versprochenen gepanzerten Fahrzeuge zu beschleunigen. Na und dafür wird natürlich auch das Kiewer Regime sorgen, mit ihren vielen, vielen unsäglichen Forderungen. Gleich Gefechtsroboter im Kampf gegen Panzer westlicher Bauart. Eine solche Waffe könnte Russland demnächst in der Ukraine einsetzen. Dmitri Rogozin, Leiter der Wölfe des Zaren, einem russischen Zusammenschluss von Militär- und Technikfachleuten, meldet, dass die sogenannten Marker-Roboter im Februar ausgeliefert werden. Die rund 3 Tonnen wiegenden Marker-Roboter sollen mit Panzerabwehrwaffen ausgerüstet sein und ihre Ziele automatisch erkennen können. Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen immer wieder Meldungen seitens Russland. Man habe Systeme zerstört, beispielsweise auch den Leopard. Da gab es widersprüchliche Meldungen auch über ein Iris-T-System. Wie wichtig ist das? Wie schwer trifft das vielleicht auch die Ukraine mit Blick darauf, wie nachhaltig eine Gegenoffensive auch vorangetrieben werden kann? Naja, letztlich ist das alles auch eine Frage der Mathematik, also Munition und Gerätschaften. Die Ukraine hat gut 2 bis 3 westliche Brigaden an Material von uns bekommen, also vom Westen insgesamt, von den 50 Rammstein-Nationen. Das ist eine Menge und das ist gutes Material, aber ein Angriff ohne Verluste kann ich mir nicht vorstellen, dass es den jemals in der Geschichte gegeben hat. Also insofern ist es völlig klar, dass auch ein Challenger oder ein Leopard abgeschossen werden wird. Ich kann dazu aber nichts im Einzelnen sagen. Klar ist, dass die Russen natürlich das zelebrieren werden und ob es stimmt oder nicht mit Fake News behaupten werden, wir haben die Nazi-Panzer abgeschossen. Da darf man sich nicht bange machen lassen.